Sex gegen Geld mit fremden Männern. Tom ist 19 und macht genau das, seit er 16 ist. Halbe Stunde, 150. Und obwohl das vermutlich fast jeden Tag und überall passiert, auch hier irgendwo, männliche Sexarbeiter sind häufig komplett unterm Radar und auf eigene Faust unterwegs. Du warst 3 Tage bewusstlos. Das alles immer zu vermischen mit Menschenhandel und mit so einer Opferrolle, das passt sehr selten. Das Thema ist nach wie vor ein voll großes Tabu und gerade deswegen möchte ich verstehen, warum Menschen das machen und wie es ihnen dabei geht. Wie Dreck, den ich mir abwaschen will. Hier in Hamburg darf ich Tom dabei begleiten, wenn er anschaffen geht. Am Hauptbahnhof sind wir miteinander verabredet. Ich habe in der Recherche auch echt schnell gemerkt, dass so jede Geschichte da wirklich super individuell ist. Und der Kontakt über Tom, der kam jetzt zustande über eine Seite für schwule Escorts. Und Tom lebt halt in einer kleineren Stadt in der Nähe von Hamburg, kommt aber immer für ein paar Tage hierhin, sagt er, um sich mit Freiern zu treffen. Tom heißt eigentlich anders. Wir haben ihn so genannt, um ihn zu schützen. Auch sein Gesicht zeigen wir deswegen nicht. Hi, grüß dich. Wie sollen wir machen? So. Gut angekommen. Ja, du auch? Ja, muss ja. Schön, dass das klappt. Was steht jetzt an? Es wartet ein Kunde auf mich. Ich soll ihn dann nur einfach kurz anrufen. Du hast ein Diensthandy? Ich habe ein Diensthandy, ja. Also ich habe insgesamt 3 Nummern. Okay. Das ist meine private Nummer für meine Freunde, Familie etc. pp. Und die 2 Nummern, die hier drauf sind, sind beide prepaid. Die sind halt dann eben für Kunden, für Termine und ähnliches. Das Geld, was ich momentan verdiene, das brauche ich jetzt in 2-3 Tagen für die Kaution, für meine Wohnung, die ich beziehe. Und der Kunde, mit dem ich mich dann jetzt danach treffe, ich bekomme später von dem dann noch 800 Euro bezahlt. Von dem Kunden? Von dem Kunden später kriege ich 800 Euro. Wie so eine Nachzahlung oder was ist das? Nee, also manche Kunden, es ist vielleicht ein bisschen gemein, aber die verlieben sich in einen und die sind dann bereit, eben diese Summe zu zahlen, wenn sie wissen, dass man gerade in einer schlechten Situation ist. Und dann wollen die einem natürlich auch weiterhelfen. Bis zu 3 Kunden am Tag trifft er, erzählt mir Tom. Dass ich ihn später bis zu einem Freier begleiten kann, ahne ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Davor will er sich aber erstmal bei einem Kumpel waschen und umziehen. Tom ist in verschiedenen Heimen aufgewachsen, erzählt er mir. Mit 16 habe er dann zum ersten Mal gegen Geld mit einem fremden Mann geschlafen, vermittelt durch seinen eigenen Freund. Okay, und seitdem machst du das, weil du es selber möchtest? Ich bin ein bisschen drauf hängen geblieben, so wie viele andere auch. Wenn man einmal damit angefangen hat, das, was lockt, ist halt das Geld. 200 Euro pro Stunde nimmt Tom, bei Extrawünschen auch mehr. Was machst du mit deinen Kunden? Was wollen die machen? Wie sieht so ein Treffen aus? So ein Treffen sieht meistens so aus, wir treffen uns an einem vereinbarten Standort, entweder in einem Hotel, bei denen zu Hause oder sonst wo draußen. Manche wollen Outdoor oder im Auto. Viele wollen eine Massage, dann gibt es eine Massage. Oder halt normalen Analverkehr, Fesselspiele oder Rollenspiele. Ist mal was passiert, wo du sagst, scheiße, das hätte auch echt gefährlich ausgehen können? Ja. Was ja, denn? Definitiv. Also zum Beispiel mit meiner Entführung. Ich wurde mit einer Entführung? Ja, mit einer Entführung. Ich hatte einen Kunden kennengelernt in Köln und hat mir eine Red Bull-Dose angeboten, die war offen. Normaler Menschenverstand hätte gesagt, nimm sie nicht an. So, das ist, man nimmt generell keine offenen Getränke. Du hattest schon ein schlechtes Gefühl, weil die Dose offen war. Eben, eben. Ich hatte schon so ein mulmiges Bauchgefühl, als ich bei ihm ins Auto gestiegen bin und ich hätte mal drauf hören sollen. Das war Sonntagabend. Erst am Mittwoch setzt seine Erinnerung wieder ein, erzählt er. Du warst 3 Tage bewusstlos? Vielleicht war ich zwischendurch mal wach oder so, aber ich habe keine Ahnung. Das war alles so versprungen. Ich meine, wie du das so erzählst, das ist ja offenbar nicht ungefährlich. Du weißt nicht, zu wem du gehst, was das für Leute sind. Es ist nicht, du kannst denen nur vor die Stirn gucken. Genau. Also es ist natürlich, es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal, bevor ich zu einer Person gehe, dass ich da vor Todesangst zittere. Das ist das jetzt nicht. Aber man sollte schon aufpassen, mit wem man sich trifft. Ich finde es ehrlich gesagt echt krass, was Tommy erzählt. Überprüfen kann ich all das nicht. Wir fahren zu seinem ersten Kunden heute. Ihn kennt er schon länger. Was genau bei dem Treffen gleich passiert, weiß er aber noch nicht. Also ich brauche 1000 Euro und ich habe nichts. Das ist ja gar kein nichts. Morgen brauche ich 1000 Euro.
Würdest du mich dominieren, würde gerne Deep Throat blasen, mir dabei ins Gesicht spucken lassen, deine Füße, Arsch und Achseln lecken, einfach von dir erniedrigt werden. Wäre besuchbar in Rothenburg, bin 28. Dem hast du ja jetzt noch nicht... Nee, die sehen auch nicht, dass ich das gelesen habe. Ich mache das, wenn ich weiß, okay gut, ich habe jetzt dann Zeit. Ich habe jetzt Zeit und dann schreibe ich mit denen. Auch in der U-Bahn immer wieder am Handy Nachrichten checken. Die meisten Treffen macht er spontan aus, ohne lange Planung. Auf mich wirkt das ehrlich gesagt ziemlich routiniert. Hi, na, wie kann ich dir helfen? Halbe Stunde, 150. Ja. Tschüss. Das war ein Kunde. Hat mich gefragt, wie viel eine halbe Stunde kostet. War ihm zu viel. Was wollte er dann zahlen? 80. 80? 80, ja. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Also im Kopf bin ich schon am runterfahren, sage ich jetzt mal. Ich schalte ab, emotional, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist, ich bleib zwar ich selbst, aber es ist wie so eine Art aufgesetzte Maske. Offiziell als Sexarbeiter bei den Behörden gemeldet ist Tom nicht. Um nicht aufzufallen und Tom und seinen Kunden zu schützen, folgen wir ihm ab hier nur noch mit Abstand. Okay, sie sind weg. Irgendwo im Rathaus verschwunden. Das heißt, es war. Ich finde es irgendwie gerade, dieses Gefühl ist echt komisch und unangenehm zu wissen, dass er da drin jetzt was macht, wo mein Eindruck war, er will es eigentlich nicht tun. Er macht es aber, weil er das Geld braucht. Und ich hatte kurz so den Impuls, ihn davon abhalten zu wollen, was aber natürlich überhaupt nicht meine Aufgabe ist. Ne? Gut eine Stunde vergeht, bis Tom zurückkommt. Wie es ihm geht, möchte ich wissen. Gut, tatsächlich, ja. Sollen wir mal ein paar Schritte gehen? Können wir gerne. Also wir sind reingegangen, wir sind hochgegangen, ich war vorher noch mal auf dem Klo und dann habe ich ihn so rumgekriegt, dass es im Endeffekt bei Küssen, bei einem Blowjob geblieben ist. Wie ist so dein Körpergefühl gerade? So jetzt gerade momentan ist der Stand so, das ist nicht mein Körper. Weil du dann was gemacht hast, hast du... Eben, so, ich wurde von einem Mann angefasst, ich wurde überall angefasst und das ist dann wie Dreck. Wie Dreck, den ich mir abwaschen will. Am schlimmsten ist es, wenn man dann noch nach dem Parfüm riecht, weil den Geruch hat man dann noch sehr, sehr lange in der Nase. Das ist auch nicht schön. Und du meintest, du brauchst bis morgen 1000 Euro? Ja. Und jetzt habe ich 800 Euro in bar. Wieso gab es dafür jetzt 800 Euro? Weil ich mit ihm einen Kompromiss gemacht habe. Dafür machen wir nächsten Monat for free. Wie kriegst du die anderen 200? Je nachdem, wie es heute Abend aussieht, dann entweder morgen früh mache ich noch einen Termin oder wenn sich jetzt noch einer mit mir kurz schließt, dann halt eben dadurch. Ob Tom das Geld für seine Wohnung zusammenbekommt, zeigt sich also spätestens morgen. In meiner Recherche spreche ich auch mit anderen Typen, die Sex auf Online-Plattformen anbieten. Einige tun das sogar als Nebenjob im Studium. Vor der Kamera darüber reden wollen die meisten aber nicht, auch weil in ihrem Umfeld häufig niemand davon weiß. Ich bin morgen, bevor ich Tom wieder treffe, mit zwei SozialarbeiterInnen verabredet und von denen möchte ich unter anderem wissen, wie man denn Typen wie Tom unterstützen kann, wie man denen helfen kann, wenn sie es denn wollen, eben weil vieles komplett unterm Radar passiert. Ich muss diesen Tag heute, glaube ich, erstmal jetzt sacken lassen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie es euch jetzt geht mit diesen Eindrücken. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann lasst uns gerne auf unserem Kanal ein Abo da. So, nächster Morgen. Ich habe heute Morgen um 6:45 oder so eine Nachricht von Tom bekommen. Da war er noch wach. Ich weiß jetzt aber noch nicht, was heute Nacht passiert ist. Ich treffe ihn hoffentlich später wieder. Er muss jetzt erstmal ein paar Stunden pennen. Vorher bin ich jetzt verabredet mit den SozialarbeiterInnen Stefanie und Matthias. Die beiden arbeiten beim sogenannten Basisprojekt in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs.
Die Sexarbeitenden, die hierher kommen, sind vor allem junge Männer zwischen 18 und Ende 20. Hier bekommen sie etwa Beratungen, essen, können duschen oder schlafen oder bekommen eine erste medizinische Behandlung. Ich glaube, sehr vielen ist gar nicht so richtig klar, wie mann-männliche Sexarbeit, Prostitution, wie das funktioniert. Wenn du mir das einmal so sozusagen erklären magst, was ist so der grundlegende Unterschied von dem, was man vielleicht kennt? Generell ist Sexarbeit ein Thema in den Medien. Es ist wirklich sehr dominiert von der Opferrolle. Ausbeutung, glaube ich, ist es auch ein Stück weit, aber das alles immer zu vermischen mit Menschenhandel und mit so einer Opferrolle, das passt zum Beispiel auf diese mann-männlichen Geschichten sehr selten. Das, was in der mann-männlichen Sexarbeit eine große Rolle spielt, ist sozusagen die Art und Weise der Kontaktanbahnung, also des Kontaktes aufnehmen. Das findet auf der Straße statt, das findet aber auch in Bars und Kneipen statt. Und es verschwinden auch einfach immer mehr Orte, an denen so Anbahnung stattfinden kann eigentlich. Und es verlagert sich dann auch einfach viel ins Internet. Und ich glaube, das ist so auch einer der Gründe, warum sich so viel dahin verlagert hat. Wenn ihr diese Gruppe, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen kann, irgendwie beschreiben müsstet, was sind das für Personen? Wir haben es mit Menschen zu tun aus mit unterschiedlichen Bildungshintergründen. Wir haben es mit Menschen zu tun mit Migrationsgeschichte und auch nicht. Wir haben es mit Menschen zu tun, die in nicht so stabilen sozialen Systemen und Beziehungen aufgewachsen sind und gleichzeitig aber auch mit Menschen, die einen stabilen familiären Hintergrund haben. Und da kann man schon sagen, also wenn man jetzt nur von den Menschen spricht, die zu uns kommen, also da ist schon Armut ein großes Thema. Welches Risiko hat diese Form der Sexarbeit? Wie gefährlich kann das wirklich sein, was ihr mitbekommt? Natürlich gibt es Risiken. Die gibt es in vielen anderen Berufsfeldern auch. Das Risiko steigt extrem, zum Beispiel, wenn Sexarbeit negiert oder verboten wird. Das heißt, dass man mit immer weniger Leuten darüber sprechen darf, kann, dass man das sozusagen unter Druck oder im Versteckten machen muss. Und damit liefert Mann, Frau sich auch Situationen aus, die nicht gut sind. Wenn so etwas in der Sexarbeit passiert, wird dann ja auch immer so ein bisschen von eigener Schuld und wenn du das dann auch, also wenn du dich dann irgendwie als also so Dienstleistungen anbietest, dann musst du ja damit rechnen, dass das passiert. Und das ist halt einfach nicht so. Also sexualisierte Gewalt ist sexualisierte Gewalt und Sexarbeit ist Arbeit. Und ich finde, da müssen wir differenzieren. Zu sagen, du bist ein eigenständiges Individuum so, und du hast das Recht, diesen Job auszuüben und du hast das Recht auch zu sagen, mir geht es nicht gut damit. Wenn wir das hinbekommen, das zu diskutieren, das besprechbar zu machen, ich glaube, dann schaffen wir ganz viel. Mit den Klischees über Sexarbeit, mit schmuddeligen Bordellen und Zuhältern, die wohl viele von uns im Kopf haben, hat die männliche Sexarbeit also wenig zu tun. Ich bin mit Tom verabredet. Die Nacht hat er bei seinem Kumpel verbracht. Bisher gab es nur Absagen von Kunden, erzählt er mir. Jetzt fehlt ihm das restliche Geld für seine neue Wohnung. Man hat halt schon so auf der Straße gelebt. Ne? Wenn es dann droht, dass es wieder so sein kann oder dass es wieder darauf hinausläuft, weil die alte Wohnung natürlich auch gekündigt ist, das ist halt schon nicht schön. Pass auf dich auf, ja. Ich sage euch ganz ehrlich, natürlich hätte ich Tom gerade am liebsten das Geld gegeben, aber um das einmal ganz klar zu sagen, so wir als Journalisten, wir können halt den Personen, die wir begleiten, kein Geld geben, weil wir verhindern wollen, dass jemand seine Geschichte an uns verkauft und möglicherweise so Dinge erzählt, die er oder sie sonst nicht erzählt hätte. Ich habe ihm gerade noch mal den Kontakt gegeben zu Stefanie und Matthias, den beiden SozialarbeiterInnen, in der Hoffnung, dass es für seine Probleme irgendwie doch noch eine Lösung gibt. Bei mir ist aber vor allen Dingen hängen geblieben, so, ich hatte jetzt einen sehr kleinen Einblick, aber dass halt jede Geschichte total individuell ist und dass es bestimmt auch vielen Sexarbeitenden total gut dabei geht, aber gerade denen, denen es nicht so gut geht, denen hilft es, wenn wir eben drüber sprechen, wenn wir differenziert drauf gucken und wenn wir es vielleicht sogar ein Stück weit enttabuisieren.
So, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch jetzt gerne. Wir versuchen da nämlich jede Woche euch spannende und berührende Geschichten zu erzählen, von denen ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Zum Beispiel zu den Themen Sexualität und Geschlechtsidentität. Meine Kollegin Lisa hat zum Beispiel Nele getroffen. Nele hat eine Geschlechtsangleichung hinter sich und sagt heute, das war für mich der falsche Weg. Mittlerweile sage ich auch, ich war psychisch damals eigentlich nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Das Video, das verlinke ich euch hier oben. Und dann möchte ich euch zum Schluss noch einen Film empfehlen von meiner Kollegin Alina vom Y-Kollektiv. Darin geht es um junge, teilweise minderjährige Menschen, die auf Kleinanzeigenplattformen Sex für Taschengeld anbieten. Das Video findet ihr hier unten. Schaut da doch gerne mal rein.